Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Regrowth mit Das Flip. Das letzte Mal hatten wir hier unseren Boiler, beziehungsweise mittlerweile unsere Boiler aufgerüstet. Und ihr seht, mittlerweile ist auch auf der rechten Seite der aus Flüssigkeit befeuerte Boiler größer geworden. Das ging glücklicherweise sehr einfach, denn ich hatte im Questbuch als Belohnung für die Quest mit der Liquid Steam Boiler Dingens hatte ich tatsächlich das Material dafür als Reward bekommen, um den von einem einer Boiler zu einem Zweier Boiler aufzustocken. Wir schauen uns das mal eben nochmal an. Das war in der Questline What the World Enables, soweit ich weiß. Genau, nämlich hier. Wir haben 7 High Pressure Boiler Tanks und 3 Liquid Fueled Fireboxes bekommen, Boiler Fireboxes und noch Golden Fluid Pipe. Das habe ich da entsprechend alles verbaut. Also nicht die Fluid Pipes, aber den Rest. Außerdem haben wir hier mittlerweile 2 Industrial Steam Engines und ihr seht, die laufen auf gelb, das heißt in einem guten Bereich und bringen jeweils 40 RF. Das heißt, wir haben immerhin eine 80 RF Ausbeute hier draus. Lachhaft verglichen mit dem Zeug, das man zum Beispiel mit der Leistung, die man zum Beispiel mit Maschinen aus Thermal Expansion schaffen könnte, aber sehr ordentlich im Verhältnis mit diesem Modpack. Und unten die Laser laufen tatsächlich einigermaßen zuverlässig, wenn auch nicht übermäßig schnell. Es reicht, um etwas voranzukommen mit der Roboterkraftung, was ein komisches Wort ist, egal. Also das läuft also soweit, das passt. Ich habe die Flüssigkeitsversorgung auch entsprechend geregelt mit einer, das habe ich euch, glaube ich, das letzte Mal noch gezeigt, nicht wahr? Mit dieser Iron Pipe, damit das auch alles in die richtige Richtung fließt. Ja, das passt. Und der wird langsam aber sicher in diesen Liquid Boiler reingeleert. Ich trage meinen Thorncraft Outfit natürlich nicht ohne Grund. Es ging mir vor allem um die Goggles of Revealing, die mich Aura Nodes sehen lassen, denn es ist ein weiterer Silverwood Tree gewachsen, leider auch wieder ohne Aura Node drin. Ich will aber Aura Nodes haben, damit ich mehr Forschung betreiben kann und den Wand, den Zauberstab, besser aufladen kann. Deswegen werde ich diese beiden Bäume wieder wegreißen und an ihrer Stelle neue pflanzen. Jetzt ist das Problem, dass die Leaves von Silverwood-Bäumen nur sehr selten tatsächlich Saplings droppen. Da muss man nachhelfen und ein Werkzeug holen, das häufigere Sapling Drops mit sich bringt, und das wäre der Grafter von Forestry. Der Grafter selber hat den Nachteil, dass er sehr schnell kaputt geht, zumindest war das in früheren Minecraft-Versionen so. In der 1.6 habe ich das letzte Mal versucht, der ging total schnell kaputt, irgendwie so nach 20 Leaves oder so war der hin, und dann musste man immer ein ganzes Inventar voll damit machen und das ist kein Spaß. Es gibt irgendwie einen Proven Grafter, für den gibt es hier aber kein Rezept. Und dann gibt es den Mana Steel Grafter, und der Logik von Mana Steel Werkzeugen zu folgen, sollte der ja einfach aus dem Mana Tablet Energie ziehen, beziehungsweise Haltbarkeit ziehen, und dann sollten wir mit dem ganz ungeniert auf die Leaves losgehen können. Und genau das ist jetzt mein Plan, und ich hoffe, dass wir dann, da haben wir schon den ersten Silverwood Tree Sapling gehabt, und da ist auch schon der zweite, und damit haben wir auch schon einen Gewinn. Perfekt. Ich werde noch ein wenig weiter Leaves ernten, Silverwood Leaves, mit dem Grafter, und dann melde ich mich zurück, wenn wir die Bäume wegreißen können. Tatsächlich habe ich nur einen Bruchteil der Laubblöcke vom ersten Baum abgebaut, aber schon 21 Silverwood Saplings. Ich habe beschlossen, das genügt mir, deswegen reiße ich diesen Baum jetzt schon mal weg, und ich merke, das funktioniert leider nicht wie regulär mit der Lumber Axe. Ab da hat es funktioniert, na gut. Dann schlage ich halt ein paar Mal mehr drauf, das macht auch nichts. Dadurch bekommen wir natürlich auch eine Menge Silverwood. Und Silverwood ist tatsächlich eine wichtige Zutat bei manchen Thorncraft-Rezepten. Von dem her schadet es gar nicht, wenn wir da welches haben. So, wo war denn hier die Mitte? Da setze ich gleich den nächsten Sapling wieder hin. Denn wir wollen ja wieder einen neuen Baum nachzüchten, in der Hoffnung, dass der dann, im Gegensatz zu diesem Exemplar, das hier stand, eine Aura Node im Inneren hat. Ich hoffe, da gibt es keinen Zusammenhang, dass irgendwie nur ein Silverwood in einem bestimmten Bereich eine Aura Node haben kann. Ich hoffe einfach mal, dass der nächste dann besser funktioniert. Wir werden sehen. So, der da hinten muss jetzt auf jeden Fall auch noch dran glauben. Mal sehen. Ah ja, dann funktioniert's. Okay,
funktioniert auf jeden Fall schon schneller, als wenn ich ihn ohne Lumber-Ex abbauen würde. So, dann kommen auch hier wieder die Stämme im Boden raus und da Erde rein und der nächste Sapling obendrauf. Mittlerweile sind eine Menge Greatwood und Silverwood zusammengekommen für meinen Thorncraft. Ich habe beschlossen, da macht es Sinn, wenn ich einen Storage Drawer aufhänge. Und zwar zum Beispiel ungefähr hier. Und hier kann ich nun das Greatwood einfach reinfüllen. Also einmal das Greatwood, das machen wir zum Beispiel hier unten hin. Und drüber das Silverwood. Und das muss ich woanders verstauen. Das macht sich doch ganz gut. Und jetzt ist auch hier wieder mehr Platz drin. Angenehm. Ich bin immer ganz knapp davor, dass mir dieses Ding hier ausgeht. Ich würde sehr gerne tatsächlich die Kohle automatisieren, dass ich automatisch diese Kohlepflanzen abernte. In der Theorie würde das funktionieren, denn es ist tatsächlich so, dass man eine Forestry Multifarm bauen kann, mit der man automatisiert farmen kann. Das Problem ist nur, dass die Appetite braucht. Und leider kann man in diesem Modpack Appetite nur über Bees bekommen, also nur über Bienen. Und Bienen sind so nervig. Von denen will ich die Finger lassen, so lang wie nur irgendwie möglich, muss ich zugeben. Dementsprechend ist die Multifarm echt nicht drinnen. Aber wie mache ich das dann? Irgendwas muss ich mir überlegen. Ich habe kurzerhand beschlossen, ein riesengroßes Feld für diese Kohlepflanzen anzulegen. Und zwar hier. Also relativ riesengroß. Dafür brauche ich natürlich jede Menge Garden Soil. Ich habe übrigens herausgefunden, wenn man Erde, ich weiß nicht, ob es auch mit Garden Soil funktionieren würde, wenn man Erde nicht nur einmal harkt, sondern zweimal, das ist jetzt neu in Agrikraft, dann wird das Ding zu einem Waterpad und dann kann man da Wasser reinfüllen und dann sieht das so aus. Hat den Vorteil, dass nicht Wasser durch die Gegend fließt, wenn man daneben einen Block weggräbt. Schicke Angelegenheit. Gut, ich werde dieses Feld jetzt soweit mal vorbereiten und dann setzen wir da die Kohlepflanzen rein. So, das ist doch einiges. Ich kann das Feld natürlich, wenn es mal voll bewachsen ist, immer noch nach hier links und vor allem nach hier hinten erweitern, denn hier ist noch gar nichts. Also ist da durchaus noch Raum für weitere Optimierungen, sagen wir es mal so. Aber ich hoffe, dass ich dieses Feld dann einfach einmal abernte und dann den Boiler zumindest damit halb voll bekomme. Und ich will das Feld, glaube ich, so groß machen, dass ich dann den Boiler auf einmal auffüllen kann, wenn er leer ist. Denn, oh weia, brennt der vielleicht schnell durch meine Kohle durch. Ich schmeiß zwar immer so zwischendrin noch Kohle-Koks mit rein, aber das hält leider auch nur kurz die ganze Sache auf. Dementsprechend brauchen wir da wirklich sehr viel mehr Kohle. Und ich hoffe, dass da hinten wird dabei helfen. Die Kohlen sind ja, also die Pflanze ist ja komplett aufgelevelt, das heißt, sie sollte eigentlich nicht allzu lang brauchen beim Wachsen. Wir werden sehen. Oh, das sieht aus, als gäbe es gute Nachrichten. Es gibt einen neuen Silverwood Tree und der hat sogar eine Aura Node drinnen. Das gefällt mir sehr gut. Er hat nur ein bisschen Platz für Mob-Spawns, aber das kriegen wir behoben. Nämlich so. Jawohl. Sehr gut, dann schauen wir mal, was passiert mit dem, der hier vorne noch wachsen soll. Vielleicht ist das ja auch einer mit Aura Node drin, wenn er mal fertig ist. Haha, ich habe gerade mal meine alten Öfen hier, die ich für die automatisierte oder halbautomatisierte Holzfarm verwendet hatte, untersucht und festgestellt, dass hier noch eine Menge Charcoal drin ist und sogar ein bisschen Coal Coke. Die war in den Öfen unten drin. Das ist ziemlich cool. Dann habe ich zumindest wieder ein bisschen mehr Brennstoff für meinen Boiler. So als Übergangsphase. Okay, jetzt wo wir zumindest eine Übergangslösung für das Kohleproblem gefunden haben, muss ich ja noch ein wenig warten, bis unten bei den Lasern die Roboterkristalle fertig werden. In der Zeit habe ich mir gedacht, könnten wir eigentlich mal wieder was in Witchery machen. Thorncraft hatten wir erst vor kurzem, Botania auch, aber Witchery, da haben wir schon eine ganze Weile nichts mehr gemacht. Nicht wahr, ihr Süßen? Ja. Also machen wir uns da doch mal dran und schauen uns an, was uns das Questbook sagt. Vielleicht sollte ich meine Thorncraft-Rüstung dafür hier drüben ablegen. Das ist etwas verwirrend gerade. Und die Witchery-Rüstung wieder anziehen, beziehungsweise ist mehr ein Gewand als eine Rüstung. So, hinüber. Und vielleicht basteln wir uns auch noch ein paar mehr dieser Bücher, die es in Witchery gibt. Es gibt ja diese Quest mit den Lehrbüchern. Die wäre da vielleicht ganz praktisch. Schauen wir mal, was es da so alles gibt.
Es gibt hier Helga's Brews for Beginners. Das schaltet auch irgendwo eine Quest frei und das ist ein Buch für über Brauereien. Das hier ist das Witchery-Buch für Biomveränderungen. Da würde ich fürs allererste noch die Finger davon lassen und erstmal die Witchery-Questline bearbeiten. Und das hier unten ist dann Blood Magic, soweit ich weiß. Da kamen ja Quests neu dazu. Blood Magic will ich auch bald anfangen, vielleicht in der nächsten Folge. Jetzt aber erstmal Helga's Brews for Beginners. Jeder braucht ein Kochbuch oder zwei für diesen schicken neuen Kessel. Gut, bei mir ist der nicht mehr wirklich neu, den habe ich vor langem gecraftet. Alle Hexen, die du gefunden hast, haben dir Helga's Brews for Beginners empfohlen als Buch. Auch wenn sie dabei so ein bisschen auf dich runtergeschaut haben, ist es wahrscheinlich wert, einen Blick drauf zu werfen. Witchcraft, Brews and Infusions. Nein, so funktioniert es nicht. Witchcraft, Brews and Infusions. Das sieht ja soweit ganz einfach aus. Order of Purity sollte ich noch haben. Eine Feder, schwarze Bleiche bzw. das Gegenstück aus Botania und eine Belladonna-Blume. Moment. Okay, da haben wir das gute Stück. Einmal Kochbuch. Was sagt die Quest dazu? Die sagt, einverstanden, du bekommst zwei Brew of Love, Experience Drops und ein Buch. Mit der Brew of Love können wir, soweit ich weiß, Paarungsstimmungen unter Tieren machen. Aber da habe ich gerade keinen Bedarf danach und das können wir vielleicht mal noch für ein Crafting-Rezept in Witchery gebrauchen. So, das Buch legen wir auch mal irgendwo hier mit rein. Diese Compartments haben auch ein Update bekommen. Man sieht es am Layout hier. Das ist ganz anders, als es vorher war. So, dann wären wir hiermit fertig und gehen zurück in die eigentliche Witchery-Questline. Das war How the World Changes. Ups, das hat sich ordentlich geupdatet mit dieser Sache, die wir da gerade angestellt haben mit dem neuen Buch. Das hier war da vorher noch nicht. Aha, das hier ist eine Zutat, die man beim Brauen bekommt. Und das ist eine andere Geschichte. Dafür muss ich nochmal in die Traumdimension und da mehr Seide holen. Aber schauen wir doch mal. Die Macht in dir, sozusagen. The Power Within. Durch das Brauen hast du einen Weg gefunden, dich selbst mit ungeahnter Kraft zu versehen. Redstone Soup. Das steht doch bestimmt in diesem schicken neuen Buch, das ich vielleicht gleich mal in meinen Bookbinder legen sollte. So, und wenn ich den jetzt aufmache und hier drauf rechts klicke, genau, finde ich den. Brew of Wines, Webs, Thorns, Ink, dum 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 dum, ich brauche Redstone Soup. Hier. Redstone, Drop of Luck. Habe ich das? Wool of Bed, Tongue of Dog, Bella Donnerflower, Mandrake Root. Das meiste scheint recht einfach zu sein, aber wie kriege ich einen Drop of Luck? Habe ich den schon? Da schaue ich jetzt zur Abwechslung hier nach. Drop of Luck. Aha, da müssen wir allerlei verschiedene Sachen in den Witches Cauldron legen. Und ich weiß, dass Refined Evil in einer anderen Witchery Quest die letzte Zutat ist, die uns noch fehlt. Schaue ich mal, ob ich so einen Drop of Luck zufällig irgendwo rumliegen habe. Kann ja mal eine Quest-Reward gewesen sein. Das ist nicht der Fall. Gut, dann sollten wir uns jetzt darum kümmern, dass wir erst dieses Refined Evil herstellen. Ich glaube, ich nehme dieses Ding hier mal aus dem Bookbinder raus, denn ich glaube, dann bleibt es auf der Seite, die man aufgeschlagen hat. Das funktioniert nämlich sonst nicht. Brew of Ink. Ja, funktioniert. Okay. Gut, der erste Schritt, den wir jetzt dafür brauchen, ist Refined Evil. Ich lege dieses dumme Buch jetzt doch wieder hier rein. Ich muss sagen, über Not Enough Items lässt sich das so super nachschlagen, da braucht man das hier nicht. Also, Drop of Luck. Hier brauchen wir dieses Refined Evil und dafür müssen wir eine Gasträne mit Diamond Vapor aufkochen. Und für Diamond Vapor haben wir ja immerhin Diamant verwendet, also das ist ein ganz schön teurer Spaß, muss ich sagen. Gastier Diamond Vapor. Schauen wir mal. Diamond Vapor habe ich schon aufgesammelt. Jetzt weiß ich nur gerade nicht. Ja, wir haben Gastränen tatsächlich hier drin. Schau mal einer an. Und wir haben von beidem zufällig drei. Das passt auch super. Dann verkochen wir die einfach gleich alle. Und dann sollten wir daraus dieses Refined Evil bekommen. Dann brauchen wir noch eine Tier of Goddess Mutandis Extremis. Ui, das ist echt ein teurer Spaß, mein lieber Schwan. Mutandis Extremis haben wir hier.
Für Tear of the Goddess brauchen wir Breath of the Goddess und den habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Das ist ganz simpel, wir brauchen nur Birch Saplings und müssen die zu Holzasche verbrennen. Habe ich zufällig Birch Saplings irgendwo hier? Nein, dann schnappe ich mir mal welche. Und ich muss erstmal schlafen. Okay, ich habe mir noch ein paar solcher Birch Saplings geschnappt. Jetzt fehlt mir hier nur dummerweise gerade Brennstoff, da muss ich mir noch kurz Kohle holen. So, jetzt aber. Zwischenzeitlich ist unser Rezept hier fertig geworden. Wir haben Order of Purity, Reek of Misfortune, Foul Fume und eben Refined Evil bekommen. Als nächstes nehmen wir Breath of the Goddess, was hier entstanden ist beim Verbrennen der Birch Saplings, und legen es mit Lapis Lazuli hier rein. 9 sollten locker reichen. So, unsere ersten Resultate haben wir schon rausbekommen. Tear of the Goddess ist das, was ich gerade brauche. Und davon eigentlich auch nur einen. Gut, damit müssen wir nun an den Kessel. Ich frage mich an welchen. Ich glaube, es ist der große hier drüben, den ich dafür verwenden muss. Der Witch's Cauldron. Schauen wir mal. Ja, das ist eindeutig der Cauldron. Hier rein müssen jetzt diese ganzen Zutaten, die wir haben. Ich habe mir die mal gleich so in die Hotbar gelegt, dass ich die schön reinwerfen kann. Also, Mandrake Root, eine Netherwarze, eine Tear of the Goddess, ein Refined Evil und ein Mutantes Extremis. Grüne Funken sind, glaube ich, ein gutes Zeichen. Glaube ich. Tja, das war etwas schwieriger als erwartet tatsächlich. Das hat vorher nicht geklappt, was ihr da in der Aufnahme gesehen habt, also gerade eben, weil man für diesen Crafting-Prozess des Drop of Luck tatsächlich 7000 Altar-Power braucht und die hatte ich noch nicht. Und irgendwie hing ich hier gerade fest, das war komisch. Deswegen habe ich hier draußen nochmal umfassend begrünt. Ich habe festgestellt dabei, dass dieser Altar, was seine Naturumgebung angeht, eine ziemlich hohe Reichweite hat. Er erkennt auch noch diese beiden Bäume hier hinten. Übrigens, dieses Ding hier ist total fancy. Guckt mal, der Stamm ist kleiner als ein Block. Total cool. Extra Biomes XL ist das. So ein Baum davon. Und wie heißt der? Sakura. Sakura gibt es auch bei Biomes of Plenty. Das sieht aber anders aus. Das ist aber nicht so wichtig. Ich habe auf den Altar das Altar Arthana gelegt. Ich hatte mal bei einer früheren Gelegenheit gedacht, das bringt offenbar nichts, weil es den Wert hier nicht verändert. Tatsächlich führt es aber dazu, dass der Altar die doppelte Reichweite hat, dass man also alle möglichen Instrumente auch weiter davon entfernt hinstellen kann. Randnotiz, der dritte Baum ist gewachsen, jetzt haben wir hier 3 Silverwood Trees mit Aura Notes drin. Ziemlich cool. So, jetzt aber. Unser Ziel letztendlich war Redstone Soup und dafür haben wir nun endlich alles. Und zwar hier in meiner Hotbar wieder. Dafür brauchen wir nun den Kettle. Und hier werfen wir nun diese Sachen rein. Der Altar, falls seine Energie benötigt wird, ist voll. Die 7000er Linie haben wir geknackt. Nur deswegen hat das mit dem Cauldron da hinten funktioniert. Es war dann übrigens noch eine längere Geschichte. Ich habe den dann gedacht, ist der zu weit vom Altar weg oder was funktioniert hier nicht? Und dann habe ich ihn hier draußen hingestellt und drunter ein Feuer angemacht und ist mir erstmal hier alles abgebrannt. Das musste ich komplett, also ich musste so ungefähr die Hälfte hier rechts, musste ich neu hinsetzen, was das ganze Grünzeug angeht, weil das komplett abgebrannt ist. Und ich stand da und habe mir nur so gedacht, oh, verdammt. Ja, aber habe ich wieder in den Griff bekommen. So, jetzt machen wir uns aber diese olle Redstone-Soup. Also, Redstone, Tongue of Dog, Drop of Luck, Belladonna, Wool of Bat und eine Mandrake Root. Und dann habe ich mein Witches Gear an und brauche jetzt nur noch leere Glasbottles. Und mit denen kann ich das Zeug dann hier rausschöpfen. Ah, da geht anscheinend immer nur eines. Oh, ich hatte doch die falschen. Egal. Nicht so schlimm. Da hatte ich gerade nicht drauf geachtet, weil ich zwischendrin auch mal bei Thormcraft drüben war. Verpeilt. Das dauert irgendwie so lange. Das ist nicht gut für mein Gehirn, das kommt nicht mehr hinterher. So.
Jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Redstone Soup und wenn da ein bisschen weniger bei rumkam, ist das eigentlich auch egal, denn wir bekommen hier noch drei weitere. Das ist super. Und jetzt haben wir hier noch alle möglichen anderen Rezepte, wie es aussieht, die wir brauen sollen. Aber bevor wir das machen, schnappe ich mir den Chalice hier runter. Kommst du her? Und dann craften wir uns den mit einem Redstone-Soup zusammen. Dann wird da nämlich ein gefüllter Chalice draus und der ist noch etwas stärker als Altar-Accessoire und bringt da noch ein wenig mehr Altar-Verstärkung mit rein. Hui, jetzt ist er über 9000 stark. Das ist richtig krass. Okay, das hat definitiv was gebracht. Diese vier Gebräue sind ziemlich stark. Es handelt sich dabei um Zutaten für eine sogenannte Infusion. Infusion Crafting ist... Ich sollte nicht sagen Infusion Crafting, das ist der Begriff von Thormcraft, das ist aber eine andere Art von Infusion. Bei einer Witchery Infusion werfen wir bestimmte Zutaten in den Circle, da brauchen wir dann bestimmte Art von Kreide und so weiter, stellen uns dann selber rein und bekommen dann dadurch Effekte drauf. Und sterben. Ja, bei einer Infusion stirbt man. Das klingt jetzt erstmal ziemlich dämlich, aber es gibt in Witchery die sogenannten Death Protection Puppets. Diese Dinger gehen kaputt, wenn man sterben würde, dafür überlebt man. Die müssen wir dann definitiv craften, bevor wir so eine Infusion machen können. Aber für diese Infusion brauchen wir auch Zutaten. Wir stellen ja nicht nur uns selbst in den Kreis, sondern werfen auch eine Zutat dort mit rein. Und diese Zutaten, um die geht es hier. Um Soul of the World, Infernal Animus, Spirit of Otherware und Ghost of the Light. Interessanterweise kann man nur eine dieser vier Quests einlösen, die anderen werden dann geblockt, steht hier. Only one of these four quests can be completed. Das heißt aber ja nicht, dass wir nicht alle dieser Gebräue irgendwann machen können. Aber wollen wir doch mal sehen, um was für Infusionen geht es denn hier? Was können die mit uns machen? Hier ist erstmal Ghost of the Light, der Geist des Lichts, so heißt dieses Gebräu hier. Eine der Optionen für die Infusionsquest ist Licht. Mit dieser Infusion kannst du Barrieren und Plattformen aus der Luft erzeugen. Das klingt an sich ziemlich cool, aber die Barrieren, denke ich, werde ich nicht wirklich brauchen und Brücken aus Luft kann ich mir tatsächlich mit Botania herstellen, wenn ich es mal will. Da gibt es diesen Rod of Bifrost oder so. Also schauen wir mal, was die anderen hergeben. Spirit of Otherware. Eine der Optionen für die Infusion ist die von Otherware, also anderswo. Diese Infusion lässt dich und auch andere Dinge teleportieren. Ich glaube, das geht dann wohl in Zusammenhang mit der Witch's Hand, denn mit der, weiß ich, kann man sich teleportieren. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist alles, die Rezepte stehen in einem der Witchery-Bücher. Infernal Animus, der infernale Geist. Eine der Optionen für die Infusion ist die infernalische. Diese Infusion erlaubt dir, Kreaturen zu versklaven, also to enthrall. Das ist nicht wirklich versklaven, aber man kann es nicht so wirklich übersetzen. Thralle sind ja die Sklaven der Vampire, die die mit ihrem Blick unterworfen haben. So, also du kannst Kreaturen unterwerfen und sie machen lassen, was du willst und du kannst sie dann opfern, um ihre Fähigkeiten zu bekommen. Das klingt an sich ziemlich cool. Kann ich dann fliegen, wenn ich eine Fledermaus töte? Vielleicht. Könnte spannend sein. Und zuletzt haben wir hier die Soul of the World, die Seele der Welt. Eine der Optionen für die Infusion ist die der Oberwelt. Diese Infusion erlaubt dir die Manipulation der Erde und von Metallen. Das klingt auch spannend. An Metallen habe ich natürlich keinen wirklichen Mangel hier, aber was heißt das wohl? Klingt auch spannend. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden. Okay, nach ein wenig Überlegung habe ich mich dann doch recht schnell entschieden. Ich will Spirit of Otherware machen, weil dieses Rumteleportieren verdammt praktisch sein wird. Ich kann dann auch einen festen Wegpunkt setzen hier zu Hause, zu dem ich mich jederzeit wieder teleportieren kann von überall.
Und genau das wird in nächster Zeit mal sehr praktisch werden, denn in absehbarer Zeit werden wir uns mal auf eine größere Erkundungstour begeben müssen, um ein paar Quests zu lösen. Also vielleicht noch nicht sehr bald, aber irgendwann steht das an und dann kann diese Teleportationsfähigkeit sehr, sehr praktisch sein. So nebenbei, seht ihr das da oben? Die Blätter sind auch zu diesem Magic Forest Biom geworden, deswegen sind die heller. Das ist ja witzig. So, jetzt wollen wir aber vorbereiten, wie ich diese Infusion machen kann. Das Crafting-Rezept für dieses Gebräu selber ist nicht allzu schwer. Vielleicht wollen wir das gleich mal machen, denn dann kann ich diese Quest ja ablösen. Für die muss ich die eigentliche Infusion noch nicht durchführen. Also wollen wir sehen, wie wir einen Spirit of Otherware machen. Bevor ich da jetzt groß in dem Buch nachschlage, schauen wir es einfach hier nach. Wir brauchen wieder den Kettle, dieses kleine Kesselchen. Wir bekommen zwei Spirit of Otherware raus. Redstone Soup haben wir. Potion of Swiftness haben wir vielleicht. Oh, ich muss nochmal ein Drop of Luck herstellen. Ist mein Altar wieder ganz voll mit seinen 7000? Ah, ich habe über 9000 mittlerweile. Okay, dann kann ich das machen. Dann werde ich das nochmal zusammensuchen. Wool of Bat ist kein Problem. Die zwei Eyes of Ender sind auch kein Problem. Und eine Potion of Swiftness schauen wir mal, ob ich irgendwo finde. Und wenn ich das Zeug habe, dann melde ich mich zurück. So, und nur um nochmal zu zeigen, dass ich das legitim gecraftet habe. Dieses Drop of Luck. Werfen wir die Zutaten hier rein. Dann wird's grün und nur wenn die 7000 mindestens im Altar sind, kommt dieses Funkeln und das Rezept wird beendet. Sonst bleibt das nur grün und wartet darauf, dass der Altar irgendwann genug Kraft hat. Was? Harry inclined? Waffle inclined? Finally groomed? Cheese flavored? What? Was für ein random Zeug ist das für die Captain Incredible Turnip Tonshirt? Okay, das ist ein ziemlicher Troll-Debuff, würde ich sagen. Ich glaube, der macht mir nicht wirklich was aus. Ne, Witchery. Abgedrehte Mod. Okay, wir haben auf jeden Fall unseren Drop of Luck für unsere Zutatenliste. Das ist schon mal super. Offenbar gehört zu meinem Debuff auch, dass ich Monster sehe, die gar nicht da sind. Ja, verflixt. Ich dachte, das kommt nur, wenn man sich selber verflucht oder jemand anders, ein anderer Spieler einen verflucht. Ja, die sind nicht wirklich da. Ich kann sie nicht angreifen. Sie können mir auch keinen Schaden zufügen. Okay, habe ich noch nie selber erlebt, habe ich in anderen Let's Plays gesehen, aber okay, ich bin ganz erschrocken vor dem Creeper weggelaufen, da bin ich gerade dort aus der Tür raus, dann kam mir dieser Creeper entgegen, ich habe einen Satz gemacht und bin davongelaufen, habe dann versucht auf ihn zu schießen mit diesem Terra Blade und dann habe ich gesehen, dass er nicht darauf reagiert und dann habe ich mir schon gedacht, oh, Witchery. So, ich denke, ich habe nun alles zur Hand, was ich brauche, um dieses Infusionsrezept für den Spirit of Otherware zu craften. Also legen wir direkt los. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, weil mir irgendwie da gerade Inventory Tweaks alles etwas durcheinander gebracht hat. Aber jetzt passt's wieder. Meine Witchery-Klamotten habe ich ja mittlerweile an. Ich bekomme ohnehin nur zwei raus, hieß es. Also ja, damit. Wir brauchen auch nur eines, denn wir wollen diese Infusion eigentlich nur einmal durchführen und die dann für immer haben. Okay, wir haben also den Spirit of Otherware. Quest, komm zu mir. Hier ist er schon automatisch da. Und dann haben wir Swish and Flick. Wir bekommen eine Potion of Regen und eine Witch's Hand. Und was will nun diese nächste Quest von uns? Oh, wir sollen ein End töten. Aha. Okay, ich soll einen Endtwick oder einen End töten. Das sollte kein Problem sein. Vielleicht schaffen wir das noch kurz. Moment, ich packe mal diese wertvollen Sachen hier beiseite. Und einen End zu töten, dafür müssen wir nichts anderes tun, als ihn herauf zu beschwören, dadurch, dass wir Witchery-Bäume platt machen. Ich denke, das will ich nicht hier tun. Stattdessen werde ich die Baumfarm dort hinten neu besetzen, die Birken weghauen und stattdessen sagen wir
Hawthorn anpflanzen. Dann werde ich den wegreißen und dann tauchen da schon welche auf. So, wir haben unsere Hawthorn-Bäume angesetzt. Jetzt werde ich sie wegschlagen mit der Lumber-Axe, damit das Ganze auch nicht so lange dauert. Und dann dürfte es nicht lange dauern, bis der erste Ent sich blicken lässt. Normalerweise. Wir werden sehen, wir werden sehen. Upp, da ist er auch schon. Hui, hat mich der erschreckt. Und dabei habe ich eigentlich mit ihm gerechnet. Heieieiei. Schießen wir ihn erstmal aus sicherer Entfernung etwas an. Und man sieht wieder, dass er überall Bone Meal auf dem Boden verteilt. Wie das Ents nun mal so machen. Oh, und ich sollte mir das Arthana schnappen, denn wenn ich ihm damit den letzten Hieb verpasse, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich tatsächlich auch den Drop des Ent-Twig bekomme. Okay, nochmal zurück und dann schauen wir mal, wie viel Schaden er schon genommen hat. Ich vermute noch nicht wirklich viel. Der hat noch 53 von 200, also gar nicht mal mehr so viel. 46... Und 24, 17, ouch, ich glaube schon langsam können wir das Arthana nehmen. Jawohl, habe ich einen Endtrick bekommen, jawohl. Ach, das Wichtige war ja eigentlich, dass ich ihn töte, nicht wahr? Das war die eigentliche Quest. Das haben wir gemacht. Ah ja, und dann sollten wir einen Endtrick bekommen. Und wir sollen Mystic Yunchent machen. Mhm. Okay. Ich fürchte, das müssen wir auf die nächste Folge verschieben. Ich habe mal nachgesehen. Dieses Mystical Ancient müssen wir mit Demonic Blood brauen. Und Demonic Blood bekommen wir nur über ein Demon Heart. Ah, da bekommen wir auch Refined Evil dabei raus. Okay. Und um ein Demon Heart zu bekommen, müssen wir einen Dämonen heraufbeschwören. Und das geht so auf die Schnelle nicht. Da müssen wir wieder ein eigenes Ritual dafür durchführen. Aber das wäre doch eine schicke Sache, die wir uns für die nächste Folge vornehmen können, nicht wahr? Ich glaube, das wird spannend. Und dann muss ich auch aufpassen, dass der hier nicht alles in Brand setzt, weil so ein Dämon verspuckt Feuerbälle. Wir werden sehen. Da lasse ich mir was Schickes dafür einfallen. Einstweilen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bye bye.